Hey und ho, hier ist euer Vorbuddler von Minenarbeit.de mit einer kleinen Überraschung. Ihr seht schon, worum es so geht. Willkommen auf dem Minecraft-Server von Minenarbeit.de. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich habe mich vorhin eingeloggt, um hier mal so ein bisschen so einen flotten Stein zu kloppen. Und da sagte mir einer der beiden Admins, hier, wir sind jetzt on, wir sind fertig und jetzt kann es losgehen. Dreh mal so ein lustiges Video, mach mal. Ja, das versuche ich jetzt auch. Ich schwimme jetzt erstmal rüber zu meinem Boot, dann fahren wir mal ein Stück. Und während dieser kleinen Fahrt kann ich euch ja auch so ein bisschen was erzählen. Ja, der Minecraft-Server von uns, der ist jetzt online. Ihr könnt euch einloggen. Denkt dran, ich bin da kein Administrator. Das ist nämlich der Agun 12 und der TBG Feltins. Ja? Das sind die beiden Administratoren des Servers, die euch wirklich richtig weiterhelfen können, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Ich bin zwar hier der Fürst von Wiesenfels, ja, aber ich habe den Verdacht, die Jungs haben mir den Titel nur gegeben, damit ich so ein bisschen so geschmeichelt bin und beruhigt werde. Ja, im Grunde bin ich hier nur so ein einfacher kleiner Moderator. Ne, ich kann euch sicher in einigen Dingen mal zur Seite stehen, sofern wir uns denn hier auch begegnen. Ich werde ja nicht jetzt den ganzen Tag hier sein, ne, aber viel zu sagen habe ich halt nicht. Ne, und viele Superrechte habe ich dann jetzt auch nicht, halt im administrativen Bereich. Einige Superkräfte habe ich natürlich doch, ne, aber das müsst ihr ja nicht unbedingt wissen. So. Jetzt fahren wir hier auch noch so ein bisschen weiter. Ihr seht, ich stehe ja auf Seestrecken. Ich habe also von der Hauptstadt unseres Landes bis nach Wiesenfels einen Seeweg angelegt. Und den könnt ihr natürlich gerne, wenn ihr ankommt, auf dem Server dann auch erkunden und dann nach Wiesenfels kommen. Ich freue mich, vielleicht gefällt es euch ja so gut auf unserem Server, dass ihr dann auch mal dauerhaft mitmachen wollt. Die Formalitäten, da kann ich euch jetzt nicht so viel zu sagen. Das ist einfach so, ich habe es recht verstanden, habe im Moment sowieso alles unter Vorbehalt. Wir sind jetzt gerade beim ersten Tag. Ne? Also auch unser Forum. Wir haben jetzt auch ein Forum für den Server. Dieses Forum ist auch noch nicht sehr gefüllt. Da ist noch kaum was drauf. Das ist ganz klar. Wir müssen das jetzt alles mal machen. Nur irgendwann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss mit der Vorbereiterei und dem Ganzen schon mal bauen und schon mal machen. Und dann, ja, wir gehen jetzt einfach mal on und gucken, was passiert. Ja, und da müsst ihr natürlich bitte auch ein bisschen Verständnis für haben. Oh, hier lande ich gerade in so einem Grafikbug. Das kann ich euch direkt mal zeigen. Sowas sieht man schon mal auf dem Server. Ja, da muss man sich in so einem Fall, muss man sich nicht da reinfahren, dann bleibt man hängen. Einfach ausloggen, wieder einloggen, dann ist alles wieder klar. Aber in die Richtung wollen wir da jetzt sowieso nicht. Da fahren wir jetzt mal so ganz diskret an dem Loch vorbei. Nur es kann ja sein, dass ihr euch das dann, dass ihr das auch seht. Viele haben vielleicht mit Multiplayer Minecraft-Server noch nicht so die Erfahrung. Das Ding ist ja sowieso noch völlig buggy, ne? Das ist jetzt ganz klar. Minecraft ist noch gar nicht fertig. Das merkt man ganz besonders auf dem Serverbetrieb. Und wir haben im Moment auch nicht die geringste Ahnung, wie weit das jetzt hier auch alles hält. Ne? Also was unser Server hier überhaupt verkraftet. Soweit ich das verstanden habe, ist er im Moment limitiert auf 20 Personen, aber da will ich euch jetzt auch gar keine Sachen erzählen, die möglicherweise gar nicht stimmen. Ich nutze, das merkt ihr einfach schon, ich habe nicht viel Ahnung, so ich nutze den eben halt auch sehr, einfach nur so als Spieler, eben mit ein paar Superkräften, ne? Das ist zum Beispiel mein Strandpavillon hier, den habe ich mir gebaut. Der ist ungeschützt, ne, da warte ich dann immer auf irgendwelche Angriffe in der Nacht und so. Ah, da zum Beispiel. Und da seht ihr auch schon, was passiert. Die Creeper, die explodieren zwar und verletzen mich, sprengen aber noch nichts in die Luft. Ist hier noch ein Skelett? Ja, guck mal hier, hallo. Wenn der mich jetzt erledigt, dann habe ich ein Problem. Ich muss mal eben schnell ein Kotelett essen, so. Und vielleicht noch eins, so. Ich weiß nämlich dann nicht, wo ich auskomme. Also ob der Spawnpunkt geändert ist, obwohl das wäre jetzt vielleicht lustig gewesen. Denn wenn ihr euch hier einloggt, landet ihr zuerst einmal in einem, ja, wie ich wohl gehört habe, in einem Dungeon. Ein Informations-Dungeon. Ne? Man würde auch Informationspavillon sagen. Also was Wölfe gibt's auch. Das seht ihr auch schon mal, ist der Beweis, ja, Videobeweis, ja. Es fehlt eigentlich nur noch Regen, dann seht ihr auch noch, dass es hier regnen kann. Tut es definitiv. Ja, ihr landet in einem Dungeon, da könnt ihr euch informieren und durchschreiten irgendwie. Ich war da selbst noch nicht drin, ich weiß da nicht, wie das
so abläuft. Vielleicht lasse ich mich wirklich gleich mal umbringen und dann sehe ich das ja. Ja, und dann, wenn ihr aus dem Dungeon rauskommt, ist wohl empfohlen, dass ihr euch erstmal ein Holzwerkzeug herstellt, damit ihr so ein bisschen was in der Hand haltet. Ne? Ist ganz klar, das braucht man ja. Und jetzt wird's gefährlich. Wenn ich da oben langlaufe, dann wird's echt dunkel. Ne? Da kommen wir durch den Wald und so. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und wenn, ist ja auch egal. Ne? Ist ja jetzt sowieso alles da. Ist ein Creeper. Oh, steht. Ja, komm, jetzt möchtest du auch wissen. Ja, wenn es nicht klappt, dann ist mir auch egal. Ich lasse mich jetzt mal abknallen und dann will ich mal gucken, wo ich rauskomme. Ob ich dann euch sogar schon diesen Dungeon zeigen kann, ich weiß es nicht. Ja. Respawn. Tatsächlich. Ah. Ja, genau. Ne? Das ist ja super. Neulinge bitte hier entlang. Stammspieler können gehen. Das solltet ihr dann dringend machen. Lest euch das bitte alles durch. Und folgt dann diesem Weg. Das hat hier der Agun 12 und der TBG Feltins sehr ordentlich gemacht. Ja, und dann sollte eigentlich dem lustigen Spiel auf unserem Multiplayer ja nichts mehr im Wege stehen. Ich sehe es jetzt hier auch gerade zum ersten Mal. Ich denke mal, wenn ihr da alles durchlest, was ich jetzt nicht tue, das sollt ihr selber machen. Ich gehe jetzt mal lieber für Stammspieler oder gehe ich mal raus. Dann geht es hier wohl hoch. Und dann kommen wir hier oben raus. Und dann sind wir hier in so einer Halle. Oh, das ist ja irre, ne? Oh, das ist ja irre, das sehe ich jetzt gerade. Ihr seht auch gerade, ich empfehle euch, mein Texture Pack zu benutzen. Natürlich sowieso. Aber benutzt dann für den Server das normale und nicht das extra. Ich habe also diese Serverwelt gebaut. Halt hier mit dem normalen Texture Pack. Jetzt bin ich gar nicht bewaffnet. Ich komme auch nicht mehr zurück. So, hier ist ein Portal, da können wir dann durch. Wir haben hier ein schönes Portalsystem. Ich schicke da den Zombie mal durch, vielleicht klappt das. Das wäre natürlich lustig, wenn der. Ah, ne, klappt aber leider nicht. So ein Mist. Ja, was mache ich denn jetzt? Da muss ich wieder weglaufen. Gut. Ach, hier sind wir. Okay. Meide die Nacht, ja. Okay, wir sind jetzt am zentralen Platz. Ich lock den Zombie jetzt hier. Ne, ich glaube, den habe ich abgehängt, den Zombie. Der zentrale Platz. Mehr zeige ich euch jetzt nicht. Keine Sorge, das solltet ihr euch selber angucken. Hier findet ihr auch einen Bahnhof und ein Portalsystem. Das haben wir neu, das Portalsystem. Das klappt sehr gut. Da könnt ihr reisen mit. Und es klappt ein bisschen besser als das Bahnsystem, was sehr anfällig ist bei jedem Minecraft-Update. Ne? Deswegen. Ihr könnt auch nach Wiesenfels nicht direkt reisen. Das ist natürlich, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich euch dann auch so ein bisschen was zeigen möchte. Und deswegen könnt ihr mit dem Portal nur in die Nähe von Wiesenfels reisen und den Rest dann zu Fuß erkunden. Da seid ihr nochmal so ungefähr 5 Minuten vielleicht unterwegs zu der Burg. Ich sag, alles ausgeschildert, kein Problem. Nur könnt ihr so ein bisschen durch die Gegend spazieren. Das empfehle ich euch grundsätzlich. Hier ist sehr viel mit zu Fuß. Also als wärt ihr in so einem Adventure-Rollenspiel oder so. Macht das alles zu Fuß. Das ist ganz toll. Ne? Vor allem, wenn ihr euch entscheidet, hier vielleicht mal mitzumachen, dann wollt ihr euch ja auch ein bisschen umgucken, wo es euch gefällt, um dann vielleicht mal da um Bauland zu betteln. Ne? Das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass wenn ihr hier ankommt, seid ihr natürlich nur ein normales Fußvolk. Dann dürft ihr euch hier so ein bisschen umsehen, dann dürft ihr alles überall hinlaufen. Ne? Aber ihr könnt noch nichts machen, ihr könnt noch nichts bauen und so. Ne? Und erst wenn es klar ist, dass wir so vielleicht ein bisschen dann zueinander passen und dass euch das hier vielleicht gefällt, ne? Dann könnt ihr mit den Administratoren reden oder mit einem von denen, das reicht. Nicht mit mir, ich kann da nichts für euch tun. Ja? Es ist auch unpraktisch, wenn ihr euch an mich wendet und ich dann erstmal wieder dran denken muss, in eurem Namen dann wieder mit einem der Administratoren zu sprechen, um dann wieder zurückzugeben, was dann so, das ist völliger Quatsch. Wendet euch direkt an Agun 12 oder TBG Feltins.
Die kümmern sich dann um euch, wenn ihr dann eben Bauland haben wollt, ne? Und dann guckt mal. Und je nachdem, wenn ihr dann länger hier bleibt auf dem Server und mitmacht und baut schöne Sachen und ihr gebt euch jedenfalls Mühe und ihr seid einfach nette Leute, so kann man ja auch unsere ganzen Regeln, die wir hier haben, ne? Das ist Regelwerk, das ist auch noch so am Entstehen. Da gibt es schon viele Regeln, aber die kann man eigentlich unter dem Satz zusammenfassen: Seid lieb und benutzt euren gesunden Menschenverstand. Ja, was will man da sonst zu sagen? Ne? Wir wollen hier alle viel Spaß haben und viele Leute hier, also gerade die Administratoren, die investieren sehr viel von ihrer Freizeit und ihrem privaten Geld. Das muss man auch sagen. Also ein Server kostet, gibt es nicht einfach für lau. Ne? Ja, um das für uns hier alles schön zu machen, damit wir hier so ein bisschen zusammen, so ein bisschen spielen können, ja, und ich finde, das verdient eben auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Respekt, will ich jetzt nicht, ja, sagen, das klingt so hart, ne, aber einfach, dass man so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangeht und hier keinen Ärger macht und solche Geschichten, ne. Und wenn das alles passt, das kriegt man ja sehr schnell raus, ne. Dann könnt ihr hier auch bauen und ihr könnt dann auch in eurem Rang aufsteigen, also noch Zusatzrechte bekommen. Wie das alles dann so läuft, da müssen wir jetzt wirklich abwarten. Da will ich jetzt echt gar nicht so viel zu sagen. Wir experimentieren hier auch mit so einem Shop-System und so Sachen und das muss sich jetzt entwickeln. Es ist jetzt Tag 1. Tag 1, wirklich, ne? Und wir haben echt nicht die geringste Ahnung. Wir haben Ideen, wie das laufen könnte und aber das müssen wir natürlich auch sehen, wie es sich überhaupt entwickelt. Ne? Im Grunde soll es letztendlich für alle Beteiligten unheimlich viel Spaß machen. Ne? Bei möglichst geringem Aufwand. Ne? Deswegen habt auch so ein bisschen Nachsicht, wenn mal irgendwas nicht klappt oder wenn ihr mal nicht auf den Server kommt oder wenn ihr mich mal nicht hier trefft, weil ich natürlich meine erste Priorität auch immer noch auf meinen Let's Plays und Let's Shows so habe. Ne? Jetzt werde ich hier natürlich auch öfters hier mal drehen, eine Let's Show hier auf dem Server machen, klar. Wie auch auf anderen Servern, zu denen ich schon eingeladen worden bin, worüber ich mich äußerst doll freue. Ne? Das ist eine tolle Sache. Gibt es also noch vieles in Zukunft zu entdecken, ne? Aber seid da ein bisschen verständnisvoll, wenn es nicht alles immer sofort und direkt zum Optimalen irgendwie läuft, sondern dass es auch mal Pannen gibt, Bugs gibt. Also so Bugs gibt es sowieso zuhauf, ne? Und da müssen wir eben einfach gucken, dass sich das ein bisschen zusammenwächst. Und jedenfalls freue ich mich jetzt erstmal, dass ihr hier, wenn ihr vielleicht hier auch mal vorbeikommt, ne? Und man sich dann hier vielleicht auf dem Zentralplatz auch mal begegnet, ne? Und natürlich auf Burg Wiesenfels und in einigen anderen Städten, in einigen anderen Sachen. Also es gibt schon einige schöne Orte, die ihr entdecken könnt. Seewege könnt ihr, da kümmere ich mich immer sehr gerne drum, ne? Dass ich mit Seewegen hier irgendwelche Verbindungen knüpfe. Das finde ich viel schöner, als mit der Bahn zu fahren. Naja, und wirklich, das kriegt das einfach selber mal raus. Wir haben auch eine in Vorbereitung, es ist eine Karte auch da. Ich muss sie noch irgendwie verlinken. Es ist auch so eine interaktive, dynamische Karte, wo ihr dann immer sehen könnt, wer gerade wo ist. Ne? Und das ist natürlich als Orientierung auch sehr schön. Aber wie gesagt, auch dazu kann ich euch jetzt in diesem Video noch nicht so viel sagen, wie ihr das dann findet. Und das muss noch hier ein bisschen besprochen werden, wie das auch alles verlinkt werden soll. Und ist jetzt hier wirklich alles sehr früh. Und ja, jetzt wird es für mich auch langsam spät, weil ich jetzt auch nicht weiterlaufen will. Und ich denke, ich habe euch jetzt auch alles erzählt zu dem Server, was ihr wissen müsst. Hoffe, ihr habt überhaupt so lange zugehört, ne? Weil wahrscheinlich werden jetzt schon wieder die ersten direkt weggeklickt haben. Ne? Ist ja auch okay. Dafür ist es ja da. Ne? Ja, dann freue ich mich dann den einen oder anderen von euch oder die einen oder andere. Wir haben ja auch schon Mädels auf Server oder ja gut, ein Mädel haben wir jetzt hier. Ne? Und findet sie selbst heraus und besucht alle, redet mit allen, seid nett zueinander und befreundet euch und habt viel Spaß mit dir, diesem minenarbeit.de Minecraft Multiplayer Server. Dann habe ich auswendig gelernt, das Wort. So, dann sage ich jetzt mal Tschüss, bis demnächst. Ne? Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.